Moin, liebe Freunde von Tamriel, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Nein, noch nicht. Wir fahren fort. Liebe Freunde, versenkter Hammer. Hä? Halt! Drogenfahndung! Der lag zwar schon, aber egal. Ihr wart ein guter Freund für mich. Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt. Kennt ihr Balimond? Ja, ich kenne Balimond. Ich lebte im Waisenhaus hier in Rifthorn. Grelod sagte mir, dass meine Eltern mich dort als Säugling abgegeben hätten. Sie mich nicht wollten. Nett. Scheint ihr ein richtiger Freund der Menschen zu sein, diese Grelod. Wenn man sowas um die Ohren gehauen bekommt. Seid ihr hier? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Ja, sowas ähnliches. Ich nehme einfach alles. Passt schon. So. Eben er hat zwei Händer. War klar. Oh, wir steigen fast wieder auf. Schön. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, reicht nicht. Ja, ja, wiedersehen. Ich muss sagen, das Lied, das jetzt gerade läuft, das hat irgendwie so ein bisschen was Fernöstliches. Klingt total bescheuert. Aber egal. Ja, ja. Könnte, hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Oder wie war das? Genau so war's. Hallöchen. Willkommen im verpfändeten Spiel, krieg dich ein. Alles wird gut. Was kann ich für euch tun? Ich habe allerlei interessante Artikel in meinem Sortiment. Ey, dass das Spiel sich nicht einkriegt, ne? Wenn ihr irgendetwas habt, das ihr zu einem fairen Preis verkaufen wollt, mir gehört... Ja, ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne, aber das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel ist böse zu mir. Das Angebot ist heute vielleicht etwas dürft. Hm? Jetzt lässt es mich. Solche Sachen. Amulett von Arkai ist das einzige Amulett, was wir schon haben. Die Verjüngerung. Mhm. Meisterrobe der Wiederherstellung. Ah, er hat Baumaterial. Gut. Ach, bei solchen Leuten werden wir leider nicht sehr viel los. Das ist das Blöde. So. Alter, guckt euch das an, ey. Da ist es echt schwer, was loszuwerden. Bis zum nächsten. Ja. Oh, ja, ein bisschen genau. Hiervon, ein bisschen davon. Alles Zauberbücher, die wir schon kennen. Ist das ein Skillbuch? Nein. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Verflucht. So, wo bleibt Balimond? Balimond kommt nicht raus. Er hat keinen Bock heute. Ich sehe das schon. Ja, Balimond hat heute wirklich keine Lust anscheinend. Gehe ich ihm zu Grelka, ist mir auch egal. Tag. Wollt ihr etwas kaufen? Alles, was ich in der Auslage habe. Hast du vielleicht auch zufälligerweise ein Amulett irgendwie dabei? Nö. Pö, dann nicht. Kriegst du das, das, das und das. So. 320 muss reichen. Muss reichen. Ich habe sonst... ich habe sämtliche Händler da schon leer gekauft. Also, blöd. So ist das nun mal, wenn die Redekunst schon recht hoch ist. Das ist halt der Nachteil. Du wirst dein Zeug nicht mehr so leicht los. Aber immerhin, wir haben den Banditen gekillt. Die Banditen. Muss jetzt nur noch hoch.
Und die Leichen liegen auch noch rum, das ist gut. Oh. Trotz alledem lebt noch einer. Natürlich ein Marodeur. Natürlich. Ja. Ach, scheiße. Meinst du? Ich sehe es nicht so. So viel mal dazu. Freundchen. So, was haben wir hier noch? Schuppenarmschienen, aha. So. Eisendolch, Salze. Was haben wir hier? Schlachterfischeier, wunderbar. Oh, was ist denn da? Noch mehr Eisenbar. Doppeltes Geheimnis. Mhm. Heldenmut, habe ich das schon? Moment. Nein, jetzt haben wir es ja. Skillbuch, das wir schon kennen. Schade. Mhm. Eben Erzbogen, drei Goldstücke. Drei Dietriche, 47 Goldstücke, so rum. Zaubertrank der Gewandtheit und Halskette der Stärkung. Sehr schön. Damit haben wir das auch. Jetzt werde ich noch die restlichen Banditen, die hier noch tot rumliegen, looten. Dann kehren wir nach Weißlauf zurück. Weil alle anderen haben ja keinen Looten, haben ja schon alles los. Ne? Sind ja schon alles los. Ja, Lars redet, kann nicht mehr richtig reden. Ihr merkt das schon. Reden ist doof heute. Ich merke das schon. Aber ich will heute aufnehmen, verdammt. Ich hab Bock. Aber dazu muss man auch reden, nicht wahr? Das gehört nun mal dazu. Wäre ja sonst doof für euch. Lacht ein Schlüssel? Nee, sah nur so aus, okay. Ja, sehr viel Platz haben wir wirklich nicht mehr. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Beschworenes Schwert kennen wir schon. Ich frag mich nur, was aus seiner Familie wurde. Ja, komm, nimm die Schilde mit. Hm, lass mir die Bögen da, komm, was soll's. Ja, vergiss es. Ich kann nicht mal alles looten hier, weil ich so voll bin. Also Lars, Notiz an dich. Nächstes Mal vorher sämtliche Barren oder Erze, die du bei dir hast, weglegen. Das ist alles Platz, was du später brauchst. Und es geht hier sogar noch weiter. Ich kann sie leider nicht wirklich looten. Oh, noch mehr Scheiße. Boba. Ich muss echt was ablegen wieder. Ja, lege ich die Fellsachen ab. Ah ja, ich sehe da jemanden liegen. Aber eine sehr gute Festung, wenn man Erz braucht. Eisenerz. Wirklich gut. Stahlstreckkolben. Weg damit. Ja, komm, legen wir die Fellrüstung ab. Was soll das? So. Ja. Die sind mausetot, würde ich mal sagen. Die sind tot. Tja. War klar. Das war's schon. Er hat hier nichts.
Ah, wir steigen auf. Sehr gut. Alles Marodeure, ne? Scheiße. Alles Marodeure. Oder fast alles. Ich nicht? War klar. Oh! Und der zieht ab, ey. Das ist ein Albtraum. Alter, zieht der ab. Nehmen wir das mit. Ich kann nur leichte Sachen noch mitnehmen. Ja gut, außer die Axt. Neue Stufe. Und wir erhöhen Ausdauer. Ich muss die Ausdauer erhöhen. So, ich wollte... Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte Schlossknacken wollte ich erhöhen. Wir haben ja jetzt die Expertenstufe. Genau. Zack. Haben wir das auch. Ja, Freunde. Stufe... Aua. Blödes Arschloch. Oh. So geiles Loot. Und ich kann es nicht mitnehmen. Oh Mann, ey. Jetzt hätte ich gerne Hermann wieder dabei. Oh. Ihr könnt nicht das allergeilste Loot da lassen, wenn ich voll bin. Das ist doch scheiße. Oh Mann, oh. Das ist gemein. Echt. Das ist echt gemein. Das allergeilste Loot. Das wird immer dann hinterlegt, wenn du voll bist. Schrecklich. Kaiserlicher Bogen. Ja, den könnt ihr gerne behalten. Ich sag ja, ich muss dringend mehr auf Ausdauer wieder gehen. Da kriege ich den noch mit. Ja, hm. Aber doch, den kriegen wir mit. Das ist gut. Muss jetzt halt etwas loswerden. Wir legen einfach weitere Fellrüstungen ab. Fertig. Auch hier die Fellarmschienen. Also künftig werde ich die Fellausrüstung wohl liegen lassen. Hm. Was lasse ich jetzt liegen? Gute Frage. Wieso habe ich Fellschuhe dabei? Ja, komm, dann lassen wir ein paar Schilde da, so. Alter Schwede. Alter Schwede. Muss ich da echt nochmal rein? Ja. Öffne das Tor über Trevas. Habe ich doch schon. Ach, Leutchen. Dann mache ich das Tor extra für ihn nochmal auf. Wenn man einer Quest voraus ist, ne? So ist das. Okay. Machen wir das Tor halt nochmal auf. Einmal zu, einmal auf. Die Festung gehört euch. Danke für eure Hilfe. Habt ihr dort drinnen meine Familie gesehen? Ich fürchte ja. Hoffentlich konnten sie sich in Sicherheit bringen. Ich besorge schnell Nachschub und beginne dann mit der Suche. Alles klar. Wie auch immer, hier ist eure Belohnung. Danke nochmals. Ja. Leben entdeckt. Ja, geil. Zauber, den wir noch nicht haben. Sehr schön. Vielen Dank. Hier war doch eine Mine in der Nähe. Habe ich das vorhin richtig gesehen? Oder war das wieder nur Wunschdenken von mir? Nee, es war wieder nur Wunschdenken, wie immer. Okay, aber die Quest ist abgeschlossen. Das ist gut. Doch, hier ist eine Mine. Habe ich doch richtig gesehen. Ich wollte schon sagen, Lars wird schon irre. Ich sehe schon Minen, wo keine sind.
Siehste. Doch eine gesehen. Ha! So, jetzt geht's erstmal nach Weißlauf. Ja, ja. An meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ja, das glaube ich. Oh, guckt euch mal unser Lootstand an, Alter. Also man merkt, das Schlachtross ist einfach Gold wert. Also wenn wir das nicht hätten, wären solche Probleme. Echt. Vor allem, da jetzt das allergeilste Loot überhaupt auftaucht. Ihr habt das ja vorhin gesehen, da liegt einfach mal so ein Eberz, drei Kolben und ein Zweihänder rum. Ich sage Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Klingt gut. Kein Stahl? Okay. Kein Stahl. Warum auch immer. Na gut. Dann eben nicht, junge Frau. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. So, dann noch ein paar Lederrüstung schmieden. Wunderbar. Reicht für einen kleinen Aufstieg. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal in die Kriegsjungfer. Ja, hallöchen. Willkommen. Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Klingt doch gut. So. Auch der wird gleich pleite sein. 100%ig. Was habe ich gesagt? Scheiße. Ich habe einfach zu viel Loot, ey. Oh Mann. Ja, den einen Groschen da, weißt du, komm. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich weiß. Aber danke. Was? Ja, genau. Was? Oh Mann, ey. Trevas Wacht habe ich echt unterschätzt von der Größe her. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen. Alles. Für manche ist es Ramsch. Für mich. Was hat er für Zauberbücher? Wow. Er hat einfach mal die Zauber, die ich schon längst habe. Super. Halt, ich wollte erstmal gucken, ob er Baummaterial hat. Eisenerz. Dietrich hier sowieso. Nein, kein Baummaterial. Aber ich nehme ihm die Pelze ab. Die kann man auch gut verwerten. Eieieiei. 65 hat er nur noch. Ja, komm, dann kriegst du die. Drei Differenz passt schon. Bitte kommt wieder. Ja, mach ich. Alter, immer noch 402. Das wird nicht weniger. Habe ich so das Gefühl. Kopfgeld. Kopfgeld, im Namen von Leila Rechtsprecher. An alle fähigen Männer und Frauen von Riff. Die Banditen Trevas Wacht belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Ja. Die holen wir uns auch gleich ab. Aber erstmal muss ich das Loot loswerden, das wir dabei haben. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Ihr seht etwas. Werft einen Blick drauf. Das glaube ich auch. Ich kaufe dir sämtliche Zutaten ab, die ich finde. Ob ich dadurch jetzt ein bisschen Geld verliere oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Aber nein, ich verliere dadurch kein Geld. Nicht wirklich. Nein. So. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, ja. Schon klar.
Ja, aber man soll nochmal sagen, wir haben mit nichts angefangen, Leute. Mit nichts. Wir hatten gar nichts. Guckt euch hier mal jetzt an. Ist echt heftig. Ja, das ist Baumaterial, genau. Schmuck können wir auch schmieden. Genau, Ork. So, jetzt gehen wir nochmal nach Rifthorn. Dann können wir nämlich auch die Quest abgeben. Wo ich gedacht hätte, man würde dadurch vielleicht einen Tarnstatus kriegen. Aber nein, natürlich nicht. Und danach machen wir weiter mit Reach, sobald wir alles untergebracht haben. Aber ich glaube, Winterfeste wird ein bisschen knapp heute. Ja. Der Banditenanführer von Trevas Wacht ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Vielen Dank dafür. Wow. Wow. 100. Bloß nicht zu viel. Da hat ja das ganze Loot wesentlich mehr gebracht. 100. Die speisen mich echt mit 100 Goldstücken ab. Ich glaub's nicht. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Kann auch nichts mit diesem. Ja, und trägt dabei zwei Hände auf dem Rücken. Das haben wir schon mal gehabt. Mhm. Gute Getränke bekommt ihr im Bienenstich. Aber haltet euch von der zersplitterten Flasche. Schon klar. Seid ihr hier? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? No, interessiert kann man nicht unbedingt sagen, aber hey. Komm, gib mir einen Trank, alter Mann, und du bekommst dafür die Lederrüstung. So. Verlieren wir zwar ein bisschen Geld, macht aber nichts. Ja, wiedersehen. Ja. Genau. So reagiere ich auch immer. Ja, Wiedersehen. Genau so. Exakt so. Oh Mann, ey. So, jetzt werden wir erstmal die... Vielen Dank. Erstmal Korundumbarren, dann nochmal 8-mal Eisenerz. Sehr gut. Das wandert, wie gesagt, alles nach Mortal. Ja, die Truhe ist leer. Ich habe sie wieder ausgeleert. Nicht, dass ihr euch wundert. Alles gut. Halt, der Streikkolben. Das. Der Trank der ewigen Heilung bleibt da. Die gehen jetzt mit rein. Aber mittlerweile haben wir wirklich so viele, dass es reicht. Mensch, wir haben sogar ein D3-Herz bekommen. Jetzt können wir uns mit D3-Herzen bald totschmeißen. Vor allem, da wir ja jetzt auch die Quest von Myrunes Dagon abgeschlossen haben. Beim letzten Mal. Dadurch haben wir jetzt auch ohne Ende Vorrat. Reißzähne, die brauchen wir doch auch. Warte mal. Fällt mir gerade mal ein. Die Reißzähne von den Säbelzahntigern. Die Schuppen. Nehme ich auch mal mit. Die Säbelzahntiger Reißzahn. So, dann einmal das. Ne, wie gesagt, das kommt mit. Genauso auch das. Auch die Lederstreife, das wird alles mitgenommen. Das kann da rein. Das kann da rein. Das. Das sowieso. Das kommt mit. Das kommt mit. Okay. Gut, gehen wir nach Mortal. Zu Haus Winstadt. Und legen dort alles ab. Was? Achso, Hawker. Alles gut. Solange wir uns von denen fernhalten, tun sie uns nichts. Habt ihr es gerade kurz gesehen?
Das Baumaterial habe ich ein bisschen aufgefüllt. Alter, 88 Barren. Kein Wunder, dass ich so wenig Platz habe. So. Siehst du, jetzt sind wir wieder frei. So. Ja, hier sieht es noch ein bisschen nackig aus. Das wird sich aber jetzt ändern. Denn jetzt, meine Damen und Herren, werden wir hier weiter voranschreiten. Gehen wir zur Dunkelfeste. Von dort aus werden wir weitere Erkundungen im Raum Reach anstellen. Wie versprochen. Mal sehen, was uns hier noch erwarten wird. So, das nehmen wir mal alles mit. Ach, das sind zwei Bauern, ne? Ja. Farmer. Alles so schnell. In einer Minute war der Drache noch da und in der nächsten war er fort. Alles war zerstört. Tja. So ist das nun mal, Freunde der Sonne. Da haben wir alles, genau. Oder fast alles zumindest, sag ich mal. Was? Ah! Herr Dr. Schlammkrabbe! Dr. Schlammkrabbe greift mich an. Wie dreist! Aggressiv wie immer. So. Das sieht wie eine Herberge aus. Alt-Roldan. Roldan. Hm. Ui, hier ist aber einiges noch in der Umgebung, wa? Gut, dann gucken wir mal, was wir noch Schönes aufdecken können. Und es wird nicht weniger. Lalalala. Schreit weiter voran, meine Damen und Herren. Unsere Karte schließt sich, langsam aber sicher. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass wir die Kuppel zuerst entdecken. Ich weiß nicht, wie man die Gebäude hier nennt. Kann ich euch leider nicht sagen. Also dieses Kartenzeichen, wofür das steht, wie man es genau bezeichnet. Oh! Vampir. Ja, Vampir. Alter, aua, Alter. Uiuiuiui, Alter, Alter, ist ja gut. Eieieiei. Ja, das sehe ich nicht so. Sag ich doch. Ah ja. So eine sind wir also. Ich glaube aber, das ist schon die Grenze zu Weißlauf. Ach, ein Wolf mischt sich auch noch ein. Ich glaube, das ist schon die Grenze zu Weißlauf. Ja, Nordbogen, ne? Wollen wir den modrigen Ruin mal erkunden? Ich meine, das ist ziemlich kurzes Gebiet. Komm, wir gehen mal rein. Wenn wir schon mal hier sind. Das, liebe Freunde, ist die Grenze zu Weißlauf. Schon.
Ist übrigens ein Bereich, glaube ich, der durch Dawnguard dazugekommen ist. Also normalerweise würde es den Bereich, glaube ich, nicht geben, wenn man nur das Grundspiel hat. Da ist er. Und er hat Begleitung dabei. Sagte er und starb. Und tschüss. Ein Vampir. Wow. 14 Goldstücke, kleiner Seelstein, Schutzzirkel. Neuer Zauber. Na also, es geht doch. Es geht doch. Muss der Onkel erst böse werden, damit es dann geht. Sag ich doch. Sehr schön. Hier sind noch ein paar Draugre, die aber zum Glück tot bleiben. Hat aber trotzdem sehr was von einer Gruft hier. Kein Wunder, dass sich hier ein Vampirpudel wohlfühlt. Oh, das war so klar. Danke an alle, die Gesundheit geschrieben haben. Oh Mann. Nein, ich habe mir nichts weggeholt eigentlich. Sag mal. Oh. Oh. Aber liebe Freunde, oh. Mit diesen feuchten Worten, ja, anders kann ich es nicht bezeichnen, verabschiede ich mich von euch für heute von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen. Bis auf natürlich die Nisa, die sind doof. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.